Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online aus dem Livestream. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren, wenn euch dieses Video gefällt. Schon ein einfaches Emoji reicht und unterstützt diesen Kanal. In diesem Sinne vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Auch natürlich die Kanalmitglieder, ihr seid spitze. Und jetzt ganz viel Spaß. Geht noch nicht fort. Kann ich mit euch sprechen? Natürlich. Mit dir immer, Cardswell. Mit dir rede ich immer gern. Cardswell, was ist los? Ich nehme an, ihr seid schon der Herrin Meridia begegnet. Eine reizende Frau. Bezaubernd. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Das glaube ich. Während ihr euch da auf euren epischen Streit eingelassen habt, habe ich ihr mal rasch Bescheid gesagt. Ich fragte sie, ob sie bereit wäre, uns auszuhelfen, wenn es allzu schlimm wird. Also ihr habt Meridia gebeten, mich aus Kalthafen zu holen. Der Kniff dabei war der richtige Zeitpunkt. Mit jedem Schlag, den dieser dädrische Windbeutel einstecken musste, habt ihr hunderte von Seelen befreit. Cool. Eure Seele konnte sie einfangen, ehe sie entschwinden konnte. Ein ziemlich guter Trick war das. Hallo Quacktut. In der Tat. Das ist reizend. Die Welt wurde gerettet. Die Helden gehen getrennter Wege. Und dieser Ritter hat eine neue Herrin, der er dienen kann. Bravo! Ich könnte nicht glücklicher sein. Toll! Wahrlich! Der absolute Wahnsinn. Der Segen des Kaisers ist unser. Ich werde an Waren denken, wenn ich das Ding zerlege. Dieser Waren war immer ein guter Kerl, müsst ihr wissen. Auch wenn er zu Beginn die Dinge vermasselt hat. Am Ende hat er sie aber wieder in Ordnung gebracht, nicht? Er ist immer noch bei euch, wisst ihr? Ja. Ein Teil von euch. Und ja. Vielleicht kann er durch euch weiterhin dem Land und den Leuten dienen, für die er sein Leben gegeben hat. Ja, ja. Dann ist nun alles gut. Er steht neben mir. Es gibt nur noch eine Sache. Dir. Tschüss, Kaiser. Ich freue mich einfach ungemein, dass alles so gut gelaufen ist. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass wir auch nur den Hauch einer Chance haben. Aber andererseits, wenn wir uns keiner überwältigenden Übermacht stellen würden, dann wären wir auch keine Helden, oder? Richtig, Cardswell. Was soll ich denn jetzt tun? Juckt es euch immer noch nach neuen Abenteuern? Ja. Sehr schön. Habt ihr euch je gefragt, was geschehen wäre, wenn ihr irgendwo anders aufgewacht wärt? Wenn ihr an einem anderen Strand angespült worden wärt? Meine neue Herrin hat mich mit den nötigen Mitteln ausgestattet, um euch zu helfen, wenn ihr die Herausforderung nicht scheut. Wovon redet ihr da? Berührt Meridias Licht und seht die Welt durch die Augen eurer ehemaligen Feinde. Doch seid gewarnt, man wird euch nicht länger als einen großen Champion betrachten. Selbst vertraute Gesichter werden euch als seelenlosen Herumtreiber in einem fremden Land sehen. Was sagt ihr? Ja, klingt doch gut. Cardswells Silber. Nun denn, werter Altmeribund, Auridon, Grünschatten, Malabaltor, Schniddermorg und natürlich Gradi, der Gradiwald. Macht es gut, ehemalige Verbündete. Raz, man sieht sich. Irgendwann, vielleicht. Es ist an der Zeit, das Licht zu nutzen und nach Ödfels aufzubrechen. Und damit sind wir quasi jetzt sozusagen in der zweiten Staffel. Denn jetzt geht's los mit dem Ebenherzpakt. Ja, habt ihr noch Bock? Habt ihr noch Bock auf den Ebenherzpakt? Ich hoffe doch. Großmeisterin sieht alle Farben. Aha. Hauptmann Rana. Ich habe nur wenig zuverlässige Unterstützung und ich könnte fähige Hilfe gebrauchen. Jemanden wie euch. Wie kam ich hierher? Ein Einwohner hat euch am Strand angeschwemmt gefunden. Er brachte euch zurück ins Dorf. Es ist ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Na sowas. Und was nun?
Euch hat Holzgar also aus dem Wasser gezogen. Der Holzgar. Gut, dass ihr bei Kräften seid. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ihr wolltet mich sprechen? Ihr habt schon einmal gekämpft und ich brauche jetzt jede Hilfe, die ich bekommen kann. Viele Dorfbewohner sind über die ganze Insel verstreut. Wir müssen sie warnen. Wieso das denn? Wir haben ein Schiff vor der Küste gesehen. Ich habe meine Truppen losgeschickt, sich das näher anzusehen. Falls es sich um die Vorhut einer Invasion handelt, nun, dann müssen wir evakuieren. Na sowas, wo soll ich denn mit der Suche beginnen? Die Bewohner von Ödfels sind über die ganze Insel verstreut. Dartsch, der Jäger, ging zum Himmelsschleier Hügelgrab. Ayman ist zusammen mit seiner Schwester Rolun da draußen bei Orkeys Höhle. Zeyne, mein Feldwebel, sollte sich bei Hotzins Torheit befinden. Na dann, schaue ich da mal vorbei, ne? Achso, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dartsch machte sich auf zum Himmelsschleier Hügelgrab. Ja, erzähl mal. Es handelt sich um einen alten Drachenschrein, ein Relikt aus den Drachenkriegen. Einige Dorfbewohner behaupten, sie hätten da draußen Untote gesehen. Ich habe Dartsch losgeschickt, das zu überprüfen. Na gut, dann beginne ich da mal. Ich danke euch, mein Freund. Wenn ihr Dartsch gefunden habt, sucht weiter. Je mehr Dorfbewohner ihr hierher zurückbringen könnt, desto besser für uns. Na dann, Zwetschgen-Dartschi. Und so. Leute! Ist das schön oder ist das schön? Ich meine, das ist wow, oder? Hui! Hoppla! Da sind wir wieder. Ich hatte das Gehen schon satt. Ich auch. Da sind wir wieder. Mit neuen Gebieten, einer neuen Story, einer neuen Allianz. Wer ist da? Mann, du hast Post. Gegenstand verkauft. Ja, Metal. Ja, Metal. Ja, absolut Metal. Uiuiuiui. Oi, oh, vielen Dank. Wo hast du das denn her? Das ist ja geil. Das können wir alles aufbauen. Ich nehme das jetzt mal nicht, weil das mache ich dann auf meinem Hauptschar. Habe ich eben hergestellt. Oh, wer kommt denn da angewackelt? Der Dachi! Ja Mensch, hi! Könnt ihr mit der Waffe umgehen, mein Freund? Weiß ich nicht. Ich brauche eure Hilfe. Kennst du zufälligerweise Molag Bal? Den habe ich gerade gekillt. Aber erzähl mal, was ist los? Es gibt hier einen Nekromanten, aber ich kann ihn nicht finden. Er muss in den Katakomben unter dem Schrein sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Etwas muss mit diesen Untoten geschehen. Zufälligerweise bin ich auch Nekromant. Wie kann ich helfen? Die Toten wandeln am Himmelsschleier. Aus dem Schrein strömt eine dunkle Kraft hervor, doch seine Tür ist verschlossen. In den Geschichten der Skalden hat jeder Drachenschrein einen Priester. Wenn wir mit dem Priester vom Himmelsschleier sprechen könnten, könnte er uns sagen, wie man hineinkommt. Oh, Geld. Ich habe Geld bekommen. Hallo, Bichan. Ich soll mit seinem Geist sprechen, meint ihr? So, Schorville, ja. Ich habe einen Beutel Weihrauch als Opfergabe mitgebracht. Die Knochenmänner haben mich erwischt, bevor ich das Ritual durchführen konnte. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Was sagt ihr dazu? Ja klar, mach ich doch glatt. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück an dem Schrein, als ich es hatte. Gebt auf euch Acht. Ich gebe immer auf mich Acht. So, beschwört den Drachenpriester. Das klingt doch schon mal sehr episch. Hans Todner wird uns dabei unterstützen. Hinfort mit euch, Sivit. Oh Gott, bin ich schwach geworden. Ach, hör mir doch auf. Der Kampf gegen Muli hat mich geschwächt. Hm.
Na, ich glaube, es ist eher das Inventar, was mich ein bisschen schwächt. Ich habe hier doch Stufe 34 Zeug an. Aber ganz ehrlich, sind nur noch 10 Level. Und ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, die universelle Analyseschrift zu steuern. Ich meine, mal kurz die Bank herbeizurufen. Euer Gold sieht in unseren... Ja, mein Gold. Es ist mein Gold. Ja. So, was haben wir denn hier? 50, 100, 100, 100, 100. Ja, 150, das klingt auch gut. 15 Stück haben wir davon. Oder machen wir das doch mal so. Machen wir das doch mal so. Und dann aktivieren wir das. Zack, bumm. Habt ihr mich vermisst? Nein. Laufen? Na wohl nicht. Vielleicht sollten Sie das mal ausprobieren. Ja, sollten Sie mal. So. Drachenpriester Haldrin. Abschaum. Ihr wagt es, mich herbeizurufen? Pass mal auf, mein Freund. Ich habe gerade eben Molag Bal gekillt. Donnert ein bisschen hier. Ich habe gerade eben Molag Bal gekillt. Also nicht gekillt, ich habe ihn sehr stark geschwächt. Pass mal auf, Freundchen. Und ich habe einige Titanen erledigt. Und wenn du mir jetzt blöd kommst, Freundchen, dann schicke ich dich auch dahin. Außerdem brauche ich bitte deine Hilfe. Ich würde nämlich gerne das Hügelgrab betreten. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, über wie viel Macht ich einst verfügte? Warum sollte ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Na, weil jemand deinen Schrein entweiht hat, Dummerchen. Ja, ich kann es wahrnehmen. Irgendein Wurm hat diesen Ort geschändet. Ihr seid nun mein fleischgewordener Wille, Sterblicher. Betretet das Hügelgrab und tötet diesen Wurm. Ja, dann mach ich das mal. Wie komme ich denn rein in das Hügelgrab? Das wisst ihr nicht? Ja, nee, woher denn auch? Es gab Zeiten, da kannte jeder das Ritual. Tja. Drei Runensteine öffnen die Tür. Sie werden an den vorgesehenen Positionen um den Schrein herum aufgestellt. Findet sie und platziert sie auf ihren Sockeln vor der Tür. Dann wird euch Zutritt gewährt. Geht jetzt. Ja, bin schon unterwegs. So, dann suchen wir mal die Runensteinchen. Oh, ist so angenehm kühl hier. Fast wie ein Kalthafen. Achso, wir müssen nach oben. Wir können jetzt noch dreimal im Kreis laufen, oder? Aber wir gehen einfach nach oben. Klingt, glaube ich, besser, oder? Wenn wir nach oben gehen. So. Ach, schön. So, das ist der Runenstein des Wals erstmal. Skyrim-Spieler wissen, was das Ding ist. Die kennen das Zeichen. Hi. Bye. Hi. Bye. Hans Bogner. So. Der Runenstein der Schlange. Begeisterte Skyrim-Spieler kennen auch diesen. Den holen wir uns gleich da oben, die Himmelsscherbe. Den Himmelsscherbe. Das Himmelsscherbe. Aber die Truhe holen wir uns jetzt. Ich brauche nämlich Loot. Ich habe irgendwie akute Lootnot. So. Schon viel besser. Miri, ist ja eigentlich kalt? Nee? Gut. Dann kann es ja weitergehen. So, last but not least. Was bist denn du für einer? Der Runenstein des Adlers. Skyrim-Spieler wissen, was das ist. So. Let's go. Hinein ins wilde Grab. Guten Tag, erstmal noch kurz hier.
Ja, mal kurz noch. Hier mal kurz noch. Bisschen Eisenkraut mitnehmen. Die Seele stärken. So. Und dann platzieren wir den Spaß. Jawohl. Hinein. In die feine Stube. Oha, da ist er ja wieder, der Haldrin. Ich stehe noch einmal im Zentrum meiner Macht. Ich bin ein Gespenst, ein bloßer Schatten, gezwungen zuzusehen, wie ein Nekromant meinen Körper schändet. Tötet ihn! Oh, das werde ich, das werde ich. Konkurrenz lasse ich nicht zu. Ihr werdet nie das Bündnis bezwingen. Doch. Kurzen Gebet sprechen. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Gut gemacht, Gewürm. Hey! Vorsicht! Sonst belebe ich dich gleich wieder als Hans Bogner. Schriftrolle der Verbannung. Severin Charnis, die niederträchtige Ausübung von Nekromantie innerhalb der Löwengarde ist verboten. Hiermit seid ihr aus den Ländereien des Bündnisses verbannt. Ihr wurdet zu General Serien beordert. Er befindet sich im Süden auf einem Feldzug. Er kann euch einsetzen, wo es ihm beliebt. Möge Agathosh eurer Seele gnädig sein. General Averus. Na, da kann er jetzt ganz viele Serien schauen. Eso and Chill. Oh, ich kann ja nicht reiten. Oh, ich kann ja immer noch nicht reiten. Oh, jetzt aber. Und los geht's. Oh, oh, Entschuldigung. Der Dachi ist ja hier. Alter, Zwetschgen-Dachi. Die Untoten sind fort. Was habt ihr getan? Ja, ich habe ein bisschen Nekromantie wirken lassen. Und ich habe Beweise gefunden, dass der Nekromant mit dem Bündnis zusammengearbeitet hat. Und hier ist gerade ein heftiges Gewitter, aber das interessiert dich wahrscheinlich nicht. Das Bündnis? Hier? Trollblut! Ich muss das Dorf warnen. Ja, warn mal. Ich gehe zurück. Seht nach, ob ihr noch andere Dorfbewohner auf der Insel finden könnt. Vielleicht müssen wir sie bald evakuieren. Oh, ein Schild, danke schön. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Milchtrinker ihre gemütlichen Tavernen verlassen, um hier herunterzukommen. Dann muss ich diese Wunde versorgen lassen. Ich werde meinen Schwertarm brauchen. Für was brauchst du den denn, Dutch? Wenn dieser Nekromant für das Bündnis gearbeitet hat, dann sind wir alle in Gefahr. Ich muss zurück ins Dorf und unsere Verteidigung vorbereiten. Ihr müsst die Insel nach den Dorfbewohnern absuchen und sie zurück ins Dorf schicken. Viel Glück. Ich werde so viele wie möglich finden. Hallo Julia. So, was gibt's denn hier Schönes? Schild, Bogen. Ja, alles Dinge, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen, glaube ich. Wir nehmen mal ein Schild. Ja, da kann man durch mal applaudieren. So. Schnelle Fäule, das klingt gut.